weiter im Text von Kaltenbeck. Es ist vielleicht gewagt zu behaupten, Kant habe das Objekt, also das verdichtete Genießen, verworfen. Man darf aber darauf aufmerksam machen, dass Lacan nirgends in seiner Schrift über die sadistische Perversion die freudsche Verleugnung erwähnt. Was den Fetisch betrifft, so behauptet er, dass das Genießen in Sades Phantasma sich zum schwarzen Fetisch versteinert. Nicht dieser hat die Funktion, die Kastration zu verhüllen, sondern die unglaubliche Überlebenskraft der Opfer und ihre unverwüstliche Schönheit. Die Verhüllung wird also dem Schleier der Schönheit verdankt, das, wie Rilke schreibt, des schrecklichen Anfangs ist. Wir werden gleich später noch auf einen Text von Hammermeister eingehen, der dem nichts hinzuzufügen ist, der wirklich gut ist und wo ich mich selbst identifiziere als Mischung zwischen Perversion und Zwangsneurose und mit der logischen Konsequenz des sadischen Phantasmas, eines schwarzen Fetisches, den ich in die Eucharonta verlege und der nicht die Kastration verhüllt, sondern enthüllt als die unglaubliche Überlebenskraft der Opfer und ihre unverwüstliche Schönheit. Darüber haben wir uns ja nun zur Genüge ausgelassen. Es folgt weiter der Text von Kaltenbeck. Sade ist in seinem Phantasma das Subjekt, also das Opfer, obwohl er sich mit seinem Leben auch als Agent der Qual betätigte. Er wurde von der Polizei, seiner Schwiegermütter und Napoleon in Schloss Vincennes, die Bastille und zuletzt in das Asyl von Charenton gesperrt. Es ist, als hätte man geahnt, dass man ihn zwar hinter Mauern umkommen lassen könne, nicht aber das abtöten kann, was man mit Lacan sein Phantasma nennt. Denn dieses beschränkt sich doch nicht auf den Platz einer Schonung, den ihm Freud in der Neurose zuweist. Vielleicht verwarf Kant das Objekt deswegen, weil auch er etwas von dessen Sprengkraft wusste. Nämlich jenem Objekt des Genießens oder dem Genießenden, der genießenden Substanz, das im Objekt inkarniert ist, als dessen Begehren. Fortsetzung im Text. Die zweite Erwähnung einer Form von Psychose folgt in Kant mit Sade auf die Erklärung einer Forderung in Sades Phantasma. In ihm soll das Opfer unbedingt am Leben bleiben. Das Opfer, also das Subjekt, darf nicht verschwinden. In neurotischen Phantasmen fällt das Subjekt einem Fading vor dem Objekt anheim. In Lacans Sprache übersetzt, der Punkt der Aphanesis, des Erlöschen des Subjekts, muss in der Einbildungskraft auf unbestimmte Zeit aufgeschoben werden. Sades Phantasma ist also statisch. Während das neurotische Subjekt erlischt, sobald das Unbewusste gesprochen hat, muss das Subjekt, Klammer auf, Opfer, Klammer zu, im Sadismus seine Qualen aushalten. Mehr noch, seine Schönheit muss trotz der Folter, die es erleidet, bestehen bleiben. So wird die Schönheit zum letzten Schleier vor dem Schrecklichen. Das heißt, sie wird, sie ist es. Lacan zitiert an dieser Stelle seines Artikels die Antigone des Sophokles, Vers 781, wo Eros als unbesiegt im Kampf vom Chor gefeiert wird. Lacan meint, dass Antigones Schönheit gerade in dem Augenblick unerträglich erglänzt, als sie zu ihrem Grab gebracht wird, um lebendig eingemauert zu werden. Fußnote: Diese Lesart ist nicht kompatibel mit der Jean Bollacks in seinem Buch La Mort d'Antigone, Paris 1999, wo das Bildnis Antigones schon früher im Herzen von Kreons Sohn und ihres Mannes Hämon erstrahlt. Ein Bildnis,
von dem Bollack schreibt, er werde Kreon umbringen. Zitat: Das Begehren wird das Gesetz besiegen. Geneviève Morel stellt in ihrem Aufsatz D'une éclat féminine qui suscite la dispute, Lecture croisée d'Antigone de Sophocles par Jacques Lacan et Jean Bollack die Argumente der beiden Autoren klar dar. Ihr Aufsatz ist in den folgenden Werken erschienen: König und Tuar, Herausgeber 2010. Es folgt: Antigone klagt, dass sie zwischen Leben und Tod stehe, weder zu den Lebenden gehöre noch zu den Toten.